ein südindischer Raga, Raga Begada. Und ich habe den in Kerala kennengelernt. Wird normalerweise mit der Mridanga, meiner klassischen südindischen Trommel, begleitet. Wir haben ihn frei umdisponiert und auch umkomponiert. Und ja, ich muss jetzt einfach schauen, wie die Folie weitergeht. Aha, Hilfe, Technik, Technik, Technik. Ich komme nicht weiter, ich komme nicht weiter. Mit Apple bin ich es nicht gewohnt. Was? Ist nur eine Folie da? Da kommt die nächste Folie. Sehr schön. Okay. Ja, auf der nächsten Folie möchte ich Ihnen die Band vorstellen. Es ist ja heute eine Uraufführung für uns in dieser Besetzung. Wir haben hier Wahid Kamran und Anwar Farid, zwei Brüder aus Kabul, die schon sehr lange in Österreich sind. Und über 30 Jahre schon. Wir haben schon immer wieder im Burgenland gespielt und mein Weltmusiktrio, das auch schon seit mehreren Jahren aktiv ist, besteht aus Edith Lettner am Saxophon, Jazzmusikerin aus Wien und Malerin zwischen Wien und New York unterwegs in letzter Zeit, und Ursula Schwarz ist Musiklehrerin in St. André-Wörden, dem Ort, wo ich wohne. Wir spielen seit einigen Jahren zusammen und spielen vor allem Lieder aus aller Welt, von Südindien bis in die Karibik und jetzt auch nach Afghanistan. Das ist für uns auch sehr neu. Und ich habe Ihnen auch noch genannt das Repertoire der beiden Brüder. Sie spielen sehr oft auf Hochzeiten, verschiedene Anlässe. Sie spielen vor allem im Kavali-Stil, aber auch klassische Musik Afghanistans, Ghazals, sind Gedichte und auch interkulturelle Volkslieder. Sie haben wirklich ein sehr großes Programm. Soweit zu den Brüdern. Ich hoffe, dass es mit der Folie funktioniert. Den Rhythmus, den wir vorher gespielt haben, das war ein sogenannter Tripurataler Disrajati aus Südindien. Ich forsche schon relativ lang in Indien, also seit 1991 war ich das erste Mal in Südindien, in Kerala, und habe mich mit dieser Rhythmik beschäftigt. Und nachdem in Indien alles mit der Hand notiert wird, es werden nur Silben notiert, als Laie weiß man dann nicht, wo beginnt ein Taler Arata, ein Taler Zyklus, und wo hört er wieder auf, was bedeuten diese Handbewegungen, die man dazwischen macht. Und das alles habe ich jetzt versucht in eigene Tabellen hineinzupacken, wo Sie in der ersten Zeile der Tabelle, also unsere Zählzeit, wie wir so im Westen gewohnt sind, zählen. In der zweiten Zeile die Kriyas, es gibt hörbare und unhörbare. Die das X, wo das X steht, ist ein hörbares Kriya, das wird dann durch Klatschen symbolisiert. Und V ist dann so eine Handbewegung, eine Art Wellenbewegung. 1 und 2 sind die Fingertipps an der Handfläche. Ich demonstriere kurz mit den darunterstehenden Silben Taketa, Takajeno, wie dieser Taler gesprochen wird und gespielt wird. Zeile sehen Sie dann die Variation, die verwendet wird zur Begleitung eines Raga. Unterscheidet sich natürlich vom Basisdecker und ist durch sehr viele Variationen und Verschnörkelungen veränderbar. Sie sehen hier die Silben Na, Din, Din, Nake, Din, Din, Du. Die enthalten so gleichzeitig auch die Spieltechnik. Das heißt, beim Na weiß ich an der Tablas, an den Tablas, wo ich schlage, an welchem Teil des Randes der Finger, der Zeigefinger landen muss, damit das Nah ein Nah wird. Das Din ist dann ein Ti mit dem rechten Zeigefinger kombiniert mit einem Ga auf der linken, auf der Bayern. Und Nah-Ke sind Schläge, die nicht klingend sind.
und dehn den wieder wie zuvor. Und das Tu ist ein freiklingender Schlag mit dem Zeigefinger. Also Sie sehen, es ist sehr eine komplexe Angelegenheit und es dauert einige Zeit, bis man sich hineinarbeitet in die Rhythmen. Soweit zu diesen Rhythmen. Da ist mal kurz die Erklärung, die ich Ihnen jetzt gegeben habe für die Tabelle selber. Hier sehen Sie dann noch ein Beispiel für einen Swara, also ein Lied mit den sieben Sarigama Padanisa. Manche kennen das eventuell. Und so sieht man dann in Indien selber in Schulbüchern, in Notenbüchern einen Übungsswara aufgezeichnet. Das heißt, hier diesen Rhythmus nur in Form dieser Symbole, die sozusagen die Angas, die Unterteilung des Rhythmus bezeichnen. Und in der zweiten Geschwindigkeit verdoppeln sich natürlich die Silben, in der dritten vervierfachen sich die Silben. Und in Indien ist es üblich, dass jeder Taler von Beginn an in vier Geschwindigkeitsstufen gelernt wird. So, das war ganz kurz ein kleiner Rückblick auf meine Anfänge 1991 bei meinem ersten Lehrer Thomas in Kerala in Südindien. Er hat mir auch die Tablas selber gemacht. Es sind immer noch dieselben, die ich heute verwende. Sie haben natürlich jetzt schon eine neue Haut bekommen. Links zu seiner Seite Charmohen, sein Sohn. Mein Lehrer ist inzwischen leider verstorben, aber sein Sohn ist in Südindien ein sehr bekannter Sänger für Hindustani, für nordindische Musik, was in Kerala in Südindien auch eher selten ist. Und das war mein zweiter Lehrer Goben, lebt jetzt in Dubai, spielt klassische nordindische Musik mit einem Sitar-Spieler zusammen. Und hier ist so ein ganz kurzer Überblick über Ursprungstheorien. Wir haben vorher schon bei der Martina auch über Ursprungstheorien gehört. Über die Tablas gibt es vier, wobei die zweite Variation nach dem Poet Amir Musra die Version ist, die auch in Afghanistan gültig ist. Es gibt auch noch eine Version, wonach die Trommel Bakavac, eine nordindische Trommel, in zwei Hälften geschnitten wurde, um die Klänge zu verfeinern. Es gibt auch eine Pushkara-Trommel, die in Tempelschnitzereien zu sehen ist. Auf jeden Fall gelten die Tablas spätestens seit dem 18. Jahrhundert als sehr beliebtes Begleitinstrument diverser Ensembles. Also klassische nordindische Ensembles bestehen aus Sitar, Flöten, Vocals, Santur und Tambura. In Afghanistan sind es andere Seiteninstrumente, die dazu verwendet werden, auch Vocals natürlich. Und Sie sehen noch, dass die Tablas von Familien tradiert werden, oral und Oraltradition, in sogenannten Garanas, in verschiedenen Schulen, die unterschiedliche Stile unterrichten. Und die Garanas sind je nach der Lokalität benannt. Es gibt im Delhi Garana, Lucknow, Garana, Benares, Gandhara, Garana und so weiter. Und das wären jetzt so die Forschungsfragen, die mich in nächster Zeit interessieren. Wenn ich jetzt mir anschaue, wofür, wie werden die Tablas in Indien eingesetzt und wie in Afghanistan, gibt es sicher Unterschiede der Tals der Vedren und des Talerzyklus zwischen Rhythmen in Afghanistan und in Indien, die Unterschiede der einzelnen Kompositionsteile, die und das Repertoire natürlich, die Garanas, historischen Traditionen, Unterrichtsmöglichkeiten und auch der Einsatz von der kontemporären Musik. Die Tablas sind auch sehr beliebt in der Filmmusik, also sowohl in Indien als auch in Afghanistan und eben auch in der Sufi-Musik. Afghanische Musik. Ich gehe jetzt sehr schnell weiter, weil wir lieber mehr live spielen wollen. Noch wichtig zu wissen ist, dass in Afghanistan, musikalisch sehr interessant ist, weil sie Einflüsse haben, sowohl von den Tadschiken als auch Usbeken, als auch von vom Iran, als auch von den Pashtunen,
also auch von den Hazaras, also sehr viele Völker kommen zusammen und bringen ihre Musik mit, die sich wieder verändert, und von dem her ist Afghanistan das Herz Asiens, und es ist sehr tragisch, dass durch die Taliban die Musik sehr lange verboten war und dadurch eigentlich die Entwicklung der Musik, die bis in die 1970er sehr fortschrittlich war und auch im Westen sehr beliebt oder auch gern gehört, dass die wirklich dann wieder zurückgefallen ist und sehr viele Musiker mussten ins Exil gehen und wurden getötet, Instrumente wurden zerstört, Schulen wurden zerstört, und jetzt erst schon langsam gibt es eine Art Revitalisierung, die aber auch mit großer Unsicherheit und Gefahr verbunden ist. Ja, kurze Karte von Afghanistan mit den 34 verschiedenen Bezirken und Kabul, wo die beiden Brüder herkommen, hat eine sehr lange Musiktradition und gilt immer noch als Zentrum der Musik und der Kultur. Sehr viele Meister sind dort zu Hause gewesen und jetzt auch wieder. Da, also im YouTube gibt es sehr interessante Links über die Musik, also Zerstörung der Musik, und ja, letztendlich ein paar interessante Literaturhinweise. Also ich denke mal, die Forschung über Musik Afghanistans wird in nächster Zeit vermutlich aufgrund der Flüchtlingsbewegung steigen. So eine die Anfänge. Und damit bedanke ich mich auch schon für die Aufmerksamkeit. Und wir spielen jetzt ein weiteres interkulturelles Lied, das Sie unter dem Titel El Condor Pasa kennen. Und weil wir sowohl mit dem Welpenmusiktrio als auch die beiden Brüder interkulturelle Lieder mischen, wird das eine sehr interessante Erfahrung auch für uns. Vielen Dank.